Es gibt hübsche Messer und es gibt praktische Messer. Das AFW2 von Walter, das ist beides. Und wenn du wissen willst, was es kann und warum dieses Walter-Messer auch qualitativ deutlich besser ist als die Messer der Vergangenheit, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop bei Blinzkund. Schön, dass du dabei bist. AFW2 von Walter. Und zwar, wie ich meine, ein sehr schönes Messer und qualitativ auch für den Preis hochwertiges Messer. Und vielleicht... Oder, ja genau, du, hinter dem Bildschirm oder dem Handy, reißt dich gerade, dass du sagst, warte mal, hat der Reini jetzt gerade gesagt, Walter-Messer und qualitativ, hochwertig oder Qualität? Ich weiß, dass es für viele einfach nicht zusammengeht und die sagen, Walter-Messer sind ein Schaß mit Quasteln. Und man muss auch dazu sagen, dass es natürlich Messer gibt, noch immer und auch in der Vergangenheit gegeben hat, die irgendwie billig sind. Ja, billig, aber auch vom Preis her billig. Denn bei einem 20-Euro-Messer kann ich halt nicht erwarten, dass es wie ein Fell-Niven oder ein Buck River pfeift. Ja, das ist halt ein Massenmesser. Und schneiden tun's auch, aber halt, ja. Aber das hier, das ist wirklich anders. Es ist einmal schön, finde ich. Ich meine, das liegt immer im Auge des Betrachters, das ist schön. Dieser Nussholzgriff, das ist sehr, das ist wirklich schön. Es ist nicht mehr so stinkig China irgendwas, sondern wahrscheinlich auch China oder 100%ig China, aber schön. Dann ein schöner Clip, der auch hält. Ich habe das Teil jetzt schon seit März, glaube ich, ja, immer wieder ausprobiert. Und bevor ich es vorgestellt habe, habe ich mir gedacht, ich will es einfach wirklich wissen. Das AFW1, das ist der große Bruder oder die große Schwester. Weiß ich nicht, ob du Messer sind, ob das bei dir Buben oder Mädchen sind. Kommt drauf an, wie du gestrickt bist oder wie dir das gefällt. Schreib mal einen Kommentar, ob Messer bei dir Mandel oder Weiberl sind. Das ist klein und das hier ist wirklich, das hier ist kleiner, viel kleiner. Das ist ein EDC-Messer, das kann man wirklich mitnehmen. Und das erste Mal, dass ich auch, oder eine der ersten Male, wo ich sage, es macht Sinn, dass man hier an der Stelle diesen Finger ab Ausnehmung nimmt, weil das dann einfach auch für ein bisschen größere Hände, wenn man da schön arbeitet, ist wirklich schön. Ist einmal ein schönes Jausenmesser auf der einen Seite und ein Backlock, das heißt hier hinten zum Drücken, Backlock zumachen, alles klar. Dann da ist auch noch einmal so ein, ja, der schließt also nicht ab, das heißt, da geht ein bisschen was vom Gehäuse, also vom inneren Gehäuse nach außen, ich weiß ja nicht, aus Glasblech oder wenn man kämpfen will damit. Ich meine, da mache ich lieber meinen Augenstich, bevor ich mit dem hier herumtue, aber ist eine andere Geschichte. Dann, was halt bei Walter jetzt in der letzten Zeit immer so ist, dass sie die Verschraubungen auf diese Art hier lösen. Es geht natürlich, kann man mit einem Schlitzschraubenzieher alles schön machen, aber, und das ist das Schöne, es fängt auch nicht zum Wackeln an. Wenn ich an die Blacktech-Messer denke, die halt dann nach einiger Zeit arbeiten, manchmal so ein bisschen ins Wackeln anfangen, nicht alle, oder dieses eine Tracker-Knife, dieses Tracker-Club-Knife, wenn man da ein bisschen, irgendwie ein bisschen hackt und es geht auseinander, das ist hier nicht mehr der Fall. Und Deep Carry Clip sozusagen für die, die da drauf stehen oder auch nicht. Ein Handöffner, aber abschraubbar, diese kleine Klammer hier. Und jetzt mag ich dich auch wieder bitten, Kommentar. Wenn ich das abschraube und damit in Deutschland, Österreich ist ja sowieso wurscht, aber in Deutschland damit herumspazieren gehe, ist es dann 42A konform. Manche Deutsche sagen nämlich, wenn das mal ein Einhandöffnmesser war und ich nahm das runter, dann ist es trotzdem noch immer ein Einhandöffner, also so vorauseilender Gehorsam, weiß ich nicht, ist das so? Oder ist es nicht so, wenn man es runternimmt, darf man es dann führen? Schreib mal bitte unter einen Kommentar, es ist immer wieder ganz spannend, die unterschiedlichsten Meinungen dazu zu hören. Vielleicht gibt es auch einen Rechtsgelehrten, der uns hier Auskunft geben kann. Dann hier, ja, dieses... Ah, ja, ich mag sie einfach nicht, aber diese Ausnehmungen, ich weiß, wie heißt das, schreibe auch einen Kommentar, ich kann das Wort nicht aussprechen, ist aber auch wurscht. Diese Ausnehmungen hier, das hier bei dem Messer ist zumindest nicht so, dass wenn man mit dem Finger drüber geht, dass die Haut abgeschert wird, wie wenn man zum Beispiel harte Haut auf den Füßen, auf der Fußsohle hat und dann damit das abraspeln kann. Das ist hier nicht der Fall, es ist schön gemacht und wirklich. Wirklich sauber verarbeitet. Der Klingenrücken ist ein bisschen scharf, ein bisschen kann man damit Feuerstahl bedienen, aber nicht sonderlich gut, muss ich auch dazu sagen. Und jetzt halte ich mal das Maul und wir schneiden ein bisschen was, oder? Ja, also ein Messer soll ja schneiden, ne? Speziell in der Größe. Also dass ich damit, dass man mit dem jetzt kein Betoning macht, also dass er jetzt, also Betoning, also Holzspalten, das ist klar. Also das ich meine, Kleinigkeiten vielleicht, aber auf die große Tour natürlich nicht. Ja? Und am Baum fällen oder was hacken würde ich jetzt mit dem auch nicht unbedingt. Das hier ist ein Buchenscheit, das heißt, die Späne, die ich hier mache, die sind wirklich in Ordnung. Also das ist für das Messer
Und für Buchen, also das sind wirklich schöne Locken, also das gefällt mir. Also für alle Bushcrafter unter euch, ihr könnt damit auch Feathersticks machen. Und da gibt es jetzt momentan so, wie ich merke, eine One-Stick-Fire-Challenge, da wo alle mitmachen. Mach beim Survival-Ment damit, da gebe ich da unten den Link dazu. Dort kannst du jede Woche eine neue Challenge mit mir machen, nämlich das Gelernte umsetzen und draußen und mir zeigen und mit mir gemeinsam und mit meinem Team besprechen, wie man survival-technisch in der Natur auch besser aufgestellt ist. Und ja, gut, also das wäre jetzt zum Beispiel eine Technik fürs One-Stick-Fire. Also das geht alles gut. So, wem schon spalten? Dann würde ich wirklich ernsthaft vorschlagen, wir machen uns einen Keil, ja, und mit diesem Keil, ja, spalten wir dann nachher das Stück Holz, also zum Bup-Bup-Bup-Bup, ja, machen. Also das hat der Felix Himmler schon 100 Mal gezeigt, will ich jetzt nicht tun. Also das ist auch sicherlich eine gute Technik. Jetzt irgendwelche so Kleinigkeiten, achso, das ist ja sowieso schon morsch, gut, das gilt nicht, ja. Aber so Kleinigkeiten anschnitzen und anspitzen, das ist einmal überhaupt kein Problem. Ich weiß, dass dieser Aus-8-Stahl von vielen als Schmutzstahl und als Schafstahl angesehen wird. Und ja, es gibt natürlich bessere Stähle, aber es tut's auch. Aber wie auch immer, schreib einen Kommentar, wie du das siehst, das würde mich irrsinnig freuen. Was mir bei dem Messer auch taugt, ist, dass der Powercut halbwegs gut möglich ist. Weil normalerweise, wenn Messer solche Ausnehmungen hier haben, ne, wo die Finger automatisch reinpassen, wo du das Messer vorgibt, wie du es zu greifen hast, und das tut dieses AFW2, da ist es dann häufig so, wenn man den Powercut macht, das heißt das Messer in diese Art und Weise in die Hand nimmt, dass man dann halt, dass man Schmerzen bekommt, wenn man das tut. Ja? Ich passe eh auf, ich hoffe, ich weiß, was ich tue. Ja? Ich werde mich da eh nicht reinstechen, weil Dreieck des Todes und so, hast du vielleicht schon einmal gehört, aber da gibt es auch ein Video von mir, wo ich glaube, ich beschreibe, auf was man aufpassen muss. Da bin ich noch ein bisschen jünger, schlanker und ja, netter, weiß ich nicht. Wo ich das beschreibe, gebe ich da den Link am Rainer-Rossmann-Kanal. So, aber das hier, das geht wirklich gut. Also das geht durch wie Butter. Und das tut auch nicht weh, es liegt fein in der Hand, also da gibt es überhaupt nichts. Also so gesehen, nicht nur schön, sondern auch brauchbar. Ja, was sagen wir jetzt zum AFW2? Da ist normalerweise eine Lederhülle, glaube ich, auch dabei. Die habe ich aber nicht mehr, das interessiert mich nicht. Ein sehr, sehr schönes, stabiles Messer, wenn es dir gefällt. Du wirst eine Freude damit haben, zum Jause schneiden, aber auch zum Herumbushcraften. Ist es ein Survival-Messer? Survival-Messer ist das Messer, was du in der Survival-Situation dabei hast. Und das könnte zum Beispiel auch das hier sein. Aber natürlich ein klassisches Bushcraft-Messer, so groß zum Hacken und zum Spalten, ist es natürlich nicht, aber da ist jetzt nicht mich dazu gebrauchte, um das rauszufinden. Backlog, alles schön verarbeitet. Link natürlich in meinem Shop findest du unten. Ist eh ganz klar, das Video ist eine billige Eigenwerbung, selbstverständlich. Und ich mag dich um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Ja, hast du dieses Messer? Erzähl uns ein bisschen was davon. Hast du den Vorgänger? All das. Link zu all den Produkten und all zu den Dingen, die ich besprochen habe mit dir, findest du natürlich unten. Daumen nach oben oder unten. Abo dalassen und Glocke drücken nicht vergessen. Ja, war andere Videos. Hab ich gefreut. Dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.